Ahoi, ihr Landratten, und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Folge Aircraft Carrier Survival. Ich bin der Midway von den Junkie Monkeys und ihr seht schon, ich bin ganz wild am Klicken, weil wir kriegen nämlich jetzt gerade so ein bisschen Probleme und werden hier gleich beschossen und da habe ich ja ganz ehrlich gesagt gar keine Lust zu. So, jetzt schicken wir erstmal unser U-Boot los, der soll erstmal irgendwas versenken, das ist immer gut, irgendwas zu versenken und dann hoffe ich mal, dass wir jetzt hier jetzt nicht gleich auf den Sack kriegen. Von denen, die hier kommen. Ich wollte eigentlich in der letzten Staffel schon die ersten Angriffstrupps losschicken, aber irgendwie hat das nicht so ganz funktioniert. Da kommen schon die nächsten Staffeln. Die werden uns die Eier rasieren. Jetzt geht's los. Kurz das Deck umbauen, zur Landung vorbereiten. Da wird gleich einiges reinkommen. Okay, unsere Jagdflugzeuge haben das schon mal platt gemacht. Das ist schon mal gut. Die haben uns verteidigt. So. Oha, die sind schwer beschädigt. Ein Mannschaftsmitglied wurde verwundet. Okay, jetzt haben wir langsam hier so ein Platzproblem. Jetzt, oh, Ingenieurbetrieb. Was ist mit dem? Ist er da schon auf Weg hin? Hocken? Ja gut, du kümmerst dich darum. Sehr gut. Okay, der ist verarztet. Und Luftabwehr hat auch funktioniert. Läuft. Okay, also Übernahme. Ich würde sagen, abgefangen der Aufklärer, auch fertig. Okay, dann würde ich sagen, wir übernehmen als allererstes erstmal. Ja, das Problem ist, da kommt gleich der nächste Schwung. Also. Ja, was machen wir jetzt mit euch? Einmal weg die Kiste. Übernehmen. Dann machen wir das halt so. Dass wir gleich für den nächsten Schwung hier gerüstet sind, der kommt. So, und wenn ihr das gemacht habt, gleich vorbereiten zum Starten. Kann ich noch eine zweite KLP starten? Da muss ich eben auf der Insel gucken. Okay. Aufklärung, Zielidentifikation, Reparatur. Okay, Luftangriff. Mission hinzufügen, Kampfpatrouille. Da. Ist einer drinne? Okay, auch nicht. Awaiting orders. On my way. Und dann machst du jemanden bitte, wenn du da bist. Kampfpatrouille. Dass wir eine zweite Kampfpatrouille starten können. So, die bauen das Deck gerade um. Und wie sieht es auf der Map aus? Sind wir schon in der Nähe? Oh, noch nicht. Haben wir die vielleicht irgendwie schon so in Reichweite, dass wir die losschicken können? Okay, wir können das Rettungsschiff losschicken. Dann schicken wir das Rettungsschiff mal los. Das ist schon mal eine Menge wert. Mal gucken, wie lange wir uns hier noch über Wasser halten können. Und Kampfluftpatrouille schicken. Stand by to start engine. Hoffentlich klappt das noch schnellstmöglich.
Jetzt werden wir durch ein U-Boot angegriffen. Ich kotze die Wand an. Okay. Schick mal schnell die Jäger weg. Da kommen die nächsten. So. Es fehlen Flugzeuge auf dem Deck. Was für Flugzeuge fehlen denn auf dem Deck? Schnell mal einmal Tauchbomber rausholen. Aufklärer ist auch schon wieder da. Eieiei, Leute. Und U-Boot schicken. Meine Eskorte wird beschossen. Ja, was soll ich denn machen? Meine Eskorte wird beschossen. Okay, Jagdpatrouille wurde bekämpft. Da kommt schon der nächste Schwung. Boah, jetzt kriegen wir hier auf die Eier. Okay. Nehmen wir als erstes die Aufklärer an Bord. Übernehmen. Als erstes die Aufklärer raus. Es geht erstmal nur um Verteidigung. Und dann umbauen zum Starten. Ach, können wir gar nicht, weil die KLP-Patrouillen alle raus sind, ne? Oh nein. Umbauen zum Landen. Okay, das U-Boot ist abgefangen. So, dann übernehmen wir die gleich. Und dann hoffen wir auf ein Wunder, wenn die jetzt gleich kommen, dass die uns nicht die Eier rasieren. Unser Flugzeugträger wird schon beschossen. In die Richtung. Und dann so. Wir müssen hier weg. So, Übernahme läuft. Auch übernehmen. Jetzt kriegen wir auf Eier. An die Pumpen ran. Jetzt kriegen wir auf den Sack. Was für eine Sturmtruppe befindet sich außerhalb des Gebietes? Oh nein. Leg ich da noch ran? Könnte eng werden, 48 Minuten. Naja, es wird nichts mehr. Doch, da. Übernehmen. Oh, Gott sei Dank, die können wir noch übernehmen. Wo sind die? Die KLP, die müssen dann zurück in den Hangar. Okay, dann gleich wieder. Kurs abbrechen in die Richtung. Gott sei Dank habe ich die noch an Bord gekriegt. So. Und dann hoffe ich mal, dass es bald mal dunkel wird hier. Weil noch so einen Move schaffe ich nicht, ey.
Das ist eine Mission, alter Schwede. So, okay. Die sind beschädigt. Übernahme. Ich habe noch Jäger auf dem Deck, aber ich kann nichts machen. Wenn die jetzt kommen, die schaffe ich gar nicht mehr schnell genug hochzukriegen. Wir müssen das jetzt irgendwie aussetzen. Ich werde, glaube ich, mal schnell die Verteidigung aktivieren. So, Besatzungsmitglieder sind an der Luftbereitschaft. Läuft alles? Können wir noch irgendwas hier aktivieren? Nein. Meine Staffel ist quasi fast weg. Und jetzt kriegen wir richtig drauf. Feuer! 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 Scheiße! Aua! Lösch die Feuer! Leck die Wunden! Oh, Flugzeugwracks auf den Dreck. Alter Schwede. Wir kriegen richtig auf Eier hier. There is a fire below deck. Sir, damage control is needed. So, sehen wir zu, dass er das da wegkriegt. Irgendwie. Wäre cool. Da kommen die nächsten. Oh Mann. Okay, wir kriegen gerade richtig auf den Sack. Und meine Trupps kommen gar nicht hinterher. So, Informationen auf der taktischen Karte hinzugefügt. Aber noch nichts Wertvolles. Den werde ich schon wieder losschicken. Eine Stunde fünf erst. Na gut. Auf jeden Fall ist es gleich dunkel und das ist für uns schon mal eine Menge wert. Und dann müssen wir uns wirklich Gedanken machen, wie wir die hier wegkriegen, weil das kann ja nicht mehr sein hier, ey. Vielleicht sollten wir nochmal schnell eine Erkundung starten. Das Gebiet mal so ein bisschen auskundschaften. Weil irgendwo sollte hier noch was sein, habe ich das Gefühl. So, dass wir über Nacht die Jäger zur Erkundung rausschicken. So, dann müssen wir nur mal kurz gucken, was wir jetzt hier alles noch an Bord haben. Okay. Jetzt kommen die ersten feindlichen Aufklärer wieder. Wir könnten höchstens gleich eine KLP rausschicken. Das wäre möglich. Aufklärer scheißegal. KLP können wir rausschicken. Okay, sind die jetzt gelandet? Start machen. Eskorte wird beschossen. Admiral, we're taking water. You should send DC teams to pump it out. Ab an die Pumpen. Wir kriegen Wasser rein. Haben wir einen Verletzten hier auch noch? Ne, das ist der Tote. Musste tot sein. Ab an die Pumpen. Wir haben Wassereinbruch. So, wie sieht's auf dem Deck aus? Umrüsten, dass wir eine Luftkampfpatrouille raushauen können. Los! KLP? Komm schon, komm schon, komm schon. Admiral, we're taking water. You should send DC teams to pump it out. Abfahrt. So, Torpedobombe haben wir zweimal an Bord. Dann werden wir die eine Erkundung. Wo geht denn die überhaupt hin? Diese Erkundung.
erkundigt in dem Bereich. Den werden wir kurz rauslöschen. Bestätigen. So. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt hier noch. Weil gleich bricht die Nacht ein. Dann sollte es eigentlich vorbei sein, so langsam. Da kommen sie. KLP geht raus. Los, raus, 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 raus. So, und jetzt die Erkundung schicken. 1 Tauchbomber noch dazu, dass wir die rauskriegen. Die Erkundungsmission. Die KLP ist im Kampfeinsatz. So. Na los, kommt schon. Da kommen sie schon. Und raus. Und dann Jagdflugzeuge her. Wir müssen aber schnell eine KLP starten zur Verteidigung. Jetzt geht's los. Haut noch schnell die Flugzeuge raus. Okay, da haben wir schon mal was. Die nächsten Geretteten und alles Mögliche. Gucken wir aber dann in Ruhe auf der Karte. Erstmal schnell die Jäger raushauen hier. Okay, Abfang der Aufklärer hat auch... Wuhu! Was ist denn da los? Ach du Scheiße. Oha. Lösch die scheiß Feuer. Oh Mann. Okay. Wir kriegen gerade wieder richtig auf den Sack. Wie immer. Okay, das Flugzeug ist weg. Hier wird überall das Feuer bekämpft. Kann ich die KLP noch rausschicken? Bestätigt. Da ist irgendwas entdeckt worden. Bestimmt ein Trägerverband. Ne, gar nichts. Schiffsbrüchige, Schiffsbrüchige. Kann ich die schiersten Schiffsbrüchigen schon losretten? Admiral, we're taking water. You should send DC teams to pump it out. Da kommen sie schon. Raus. Und dann umbauen zur Landung. Na, nein. Mein Schiff wurde versenkt. Schon wieder. So eine Scheiße. Okay. Na gut. Das Rettungsschiff wurde wieder mal zerstört. Wir haben wieder das Problem gehabt, dass wir mit diesen Staffeln da, mit diesen Flotten da echt Probleme kriegen. Okay. Dann ist es halt vorbei. Ist halt so. Ich hoffe trotzdem, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Wenn ihr in Zukunft nichts mehr bei uns auf dem Kanal verpassen wollt. Ich sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.